Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Gretchen Horizons zum Imidinim Silence, der lieben Blue Jenny. Hallöchen. Und dem öligen Flame. Hallo. Hast du dir das gestern aufgeschrieben? Vorgestern, also letzte Folge. Ja, Äffchen. Ja, okay. Ja, Flame hat letztes Mal zum Ende hin, das ist glaube ich so ein bisschen untergegangen, noch die, beziehungsweise bevor ich jetzt rede, ich muss ein neues Kabel legen. Also nach dem Mord, ich habe den Meilenstein, der uns rettet, beantworten. Meilenstein würde ich es jetzt nicht nennen, aber auf jeden Fall sehr viel Arbeit hast du uns erspart. So, Flame. Wo bist du? Wo ich bin? Ja, dein Kabel wartet auf dich. Welches Kabel? Dein Ernst? Ja. Dein ME-Kabel. Ja. Das, was du querfeld einlegen sollst. Du hast doch gesagt, ich soll ein ME-Smart-Cable machen, oder nicht? Ja. Ja, ich hab doch noch welche. Ja, aber ich hab dir den Anschluss für einen ME-Kern. Ach so, sag das doch. Hab ich. So, im Westen von unserer Base ist es. Okay. Wirst du sehr wahrscheinlich nicht verfehlen. Gut. Auf jeden Fall. Flame hat letztes Mal ja die nette Ölquelle hier gefunden. Beziehungsweise ausprobiert einfach, wie das funktioniert. Besten? Und. Was? Besten? Ja? Welche Etage? Ganz unten am Gang. Beim Weg. Gefunden. Ich bin gedroppt. Ich wollte gerade sagen, also das Ding wird man sehen. Genau. Auf jeden Fall hat Flame ja letztes Mal die Oil Rig ausprobiert. Und wir haben grob ausgerechnet, das ganze Gebiet hier, wo wir anscheinend sehr, sehr viel Lack mit haben, weil Flame hat jetzt, ich glaube, 120er Öl Maximum noch gefunden. Wenn es nur an Öl geht, 0,1er, 19 bis 31 und 164 bis 266. Ja, also im Endeffekt viel, ein paar kleine, aber viele, ja, viel niedrigere. Das heißt, wir hatten richtig Lack mit der Größe von dem Ding hier. Denn alle zusammen hier gerechnet sind 35.000 Liter Ground Oil sozusagen. Und pro Ground Oil bekommt man, waren das jetzt 640 oder? Ja, ich glaube 640 Millionen Öl raus. Ich glaube, das ist gerade ein Fehler, was wir tun. Warum? Jetzt weiß ich es auch. Der nächste Patch. Ach so, ne. Dann update ich nicht. Es ist ein Fehler. Nee, also es ist ja kein Bug. Es ist ja ganz normal gewollt, dass sowas spawnen kann. Es ist mehr als eigentlich möglich ist, weil eigentlich nur bis 625 möglich ist. Aber wie gesagt, wir hatten hier sehr viel Luck. Es sind 35.000. Und wenn die Rechnung stimmt, also ich habe einen Wiki-Eintrag gesucht zu dem ganzen Kram. Und wenn die Rechnung, die da stand, stimmt, sind hier Pi mal Daumen 1,3 Billiarden Liter Öl. Billiarden? Billionen, Entschuldigung. Also Billiarden. Mit dem, also wir haben grob geschätzt, dass wir so um den Dreh 500 Millionen Öl bereits verbraucht haben. In dieser ganzen Zeit. Das heißt, rein rechnerisch würden wir mit diesen 500 Millionen, die wir verbraucht haben, was wir jetzt einfach mal 100 Tage gesagt haben, was überhaupt nicht stimmt, also wir haben viel länger schon durchgehalten, können wir in etwa 700 Jahre mit dieser Ölquelle auskommen. Bei dem gleichen Verbrauch. Natürlich ist das komplett Milchmädchenrechnung, aber nur so zum Verhältnis. Wir kriegen hier mehr als genug Öl erstmal raus. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Benzene-Produktion noch weiter benutzen, aber für die kritischen Systeme. Das heißt, überall, wo wir hundertprozentig sicher sein müssen, dass es immer läuft, ME-System, Cleanroom, die Pumpe hier selber sozusagen, die wollen wir mit Benzene befeuern, weil es einfach sicherer ist, weil es immer da ist und nicht gegebenenfalls irgendwann mal aufbraucht. Und alles andere wollen wir mit Cetan-Boost Diesel betreiben. Es kann sein, dass das, was hier rauskommt, eine komplett falsche Rechnung war oder auch nicht reicht oder wie auch immer. Aber wir wollen es damit einfach versuchen. Das heißt, mit Glück klappt es, mit Pech klappt es nicht. Keine Ahnung, müssen wir gucken.
So, das heißt, Flame bekommt jetzt hier erstmal einen Fluid-Import-Bus. Wo hast du das Kabel? Das ist, glaube ich, eine Ebene zu tief. So zwei, drei Ebenen zu tief. Ja, also im Endeffekt Flame am Supertank einfach erstmal einen Import-Bus. So, das mit Redstone-Schaltung mache ich im Nachhinein. So, dann haben wir, anstatt dass wir hier hinten die Benzineproduktion machen, haben wir uns dazu entschieden, dass wir sie hier bauen. Ich habe sie auch schon wieder neu aufgebaut. Das heißt, wir haben hier einmal wieder die Farming Station, den Pyrolyseofen, haben wir ein bisschen anders aufgebaut. Mit dem Hintergedanken, dass wir eventuell noch mehrere Pyrolyseofen hier brauchen und die sich halt die Casings quasi teilen können. Und ganz normal hier vorne vor wieder den Fluid-Extraktor. Ja, ein Grimm-Zombie habe ich hier. Okay. So, Jenny, kannst du schlafen gehen? Klar. Danke. So, genau, also im Endeffekt ist das Ganze hier dran. Wir haben dann noch ein anderes Problem und zwar... Okay. wir sind zu faul, eine bessere... wie heißt's? Powerbank zu bauen oder Capacitor Bank, wie auch immer die jetzt heißt. Dementsprechend haben wir jetzt hier noch eine Basic Capacitor Bank mit LV Gasturbinen. Müssen wir irgendwann austauschen wahrscheinlich, aber wie gesagt, sind wir aktuell zu faul zu. So. Das heißt, wir kriegen hier Flüssigkeit raus. Diese Flüssigkeit wiederum muss in einem Distillation Tower rein. Und zwar ein Distillation Tower, der 7 Ebenen hoch ist, beziehungsweise insgesamt 8 Ebenen. Bedeutet, einmal gucken, wo der Chunk aufhört. Mit ein bisschen Luft wäre es hier. Heißt, wir haben einmal Input Hatch. Ja, das passt recht gut. Der kann noch überall, oder? At any bottom, genau. So, Output Bus. Output Bus, any Output Hatch. 2 bis 11 mal Output Hatch, receive one per layer, except, genau. So, das heißt, Output Bus. Hä, warte mal, at least? Ja, das war schon ein Leasing-Vertrag. Nee, es kann sein, dass man das Ding doch kleiner bauen kann, den Tower. Deswegen bin ich gerade verwirrt. Aber gut, okay. Das heißt, wir haben braucht den... Braucht ihr das Magnilium gerade aus dem E-System oder darf ich es verwenden? Was ist das? Wir haben 12 Magnilium-Platten im ME-System. Ich weiß nicht mal, was das ist, also go for it. Moment. Oh Gott, bei mir leckt das alles gerade. So. Du hast das geschrieben? Ich hab's doch im Inventar schon. Also. Ich glaube, dass die Legierung zwischen Kobold und Adit. Das da hier ist es. Oh Gott. Hast du's? Ach Mist. Ich brauche noch einen Maintenance-Hatch. Hab's nicht. Main. Das da? Ah, ich hab's automatisch wieder aufgenommen. Magnalium. Magnesium, Aluminium. Ja, gut, das kannst du ruhig haben. Haben wir von beiden mehr als genug. Jetzt? Ja, ich hab. So, jetzt. Ein Stempelt als Grüßen. Tobi, wenn du noch näher mit deinem. Deiner Schnüss da rangehst, kann man niemand noch so greifen. Ich hab's dir hingeworfen. So. Ja, nee, das ist weg. Hast du so einstecken, Tobi? Nö. Ja. Hä? Es ist weg! Was machst du schon wieder für einen Mist? Er hat's mir rausgedroppt und jetzt ist es weg, ich hab's nicht mehr im Inventar. Hast du ein Backpack an? Also meiner? Nein. Mining Backpack dabei? Nein, das ist weg. Okay. Tobi, guck mal bitte in deinem Inventar, ob du es nicht doch hast. Hab ich. Reconnecte mal. Vielleicht ist es bei mir unsichtbar drin. Nö. Ich hab gar keine Ingots. Das sind Platten. Das sind Platten, keine Ingots. Nö, auch nicht. Okay, RIP. Okay. Hat jemand von euch ein Backpack? Ja, nein. Aber da ist auch nicht drin. Da wird auch nichts automatisch reingesaugt bei mir. Nein, ich meine meiner oder so. Du kannst die anderen auch so einstellen, dass es automatisch reingesaugt wird. Willst du mich verarschen? Cool. Ja, die Platten sind weg.
Ja, dann bau die einfach wieder neu. So. Jenny will nicht. Jenny traurig. Oh Gott, ich nehme die, die hier sind, in der Ecke. Dein Ernst? Ja, guck mal, er hat sie mir hier hingeworfen, hier hin. Wo er gerade steht und weißt du, wo die waren hier. Und wie kamen die denn nach hinten? Ich hab keine Ahnung, oh fuck, das hier hinten lagen sie gerade. Was hab ich vergessen? Ah, der Tobi war schuld. Hä? Warum bin ich jetzt schuld? Ach so, okay. Ich dachte, das war jetzt deine Aussage mit hab ich vergessen, mit Magnete, sondern. Nein. Okay. Ich hab den gar nicht im Inventar. Jenny, hast du ein Magnet dabei? Aber dann wurde ja, er eingesteckt an dir. Apropos Magnet, hier kriegst du deinen. So. Aber ist ja auch einfach gewesen. Zwei Aluminium, das und ein Magnesium, wovon wir mehr als genug haben. Ja, trotzdem. Ich konnte mir Leuchtmelter. Ja, bitteschön. Ja, ist halt trotzdem nervig. Kann ich verstehen. So, das beides bitte. So. Dann. Ach Mist. Flame. Ja. Du hast doch sicherlich Lust, kurz mit einer Leiter zu mir zu kommen, oder? Eine Leiter? Ja, oder ein paar Leitern, eher gesagt. Und ein paar Baublöcke. Definiere Baublöcke, bitte. Dirt. So. Ich bin auf der Suche nach ein paar Leitern. Irgendwo sind hier. Mein Gott, ey. Irgendwo so. Sollten hier noch Safe-Welche sein. Insert. Guck mal, wie viele? 10, 15. Obwohl, okay, da hinten blinkt alles. Ich kann jetzt Decks anbieten. So, dann brauchen wir hier von unserem Käbelchen. Jetzt brauchen wir langsam nur noch ein Jetpack. Oh ja, gerne. Jenny! Ja bitte, was willst du? Jetpack. Was, willst du meinen Backpack haben? Jetpack! Fliegen! Naja, nee, ich bin jetzt erstmal beschäftigt, jetzt chillt mal eure Nuggets. Hallo! Hasse dich. Einmal quasi hier an dem Tower auf der anderen Seite nach oben eine Leiter legen. Was? An dem Distillation Tower, Richtung Haus, die Seite, Leiter nach oben legen. Extruder. Im Chaos kannst du jetzt so und so definieren, aber ich verstehe es jetzt mal so. Nein. Genau die andere Seite. Ah doch, hast richtig. Ich hab 93 Stunden, ach du Scheiße. Ich geb die mal ab. Siehste? So, und jetzt quasi einmal ein Dach hier drüber bauen. I hate you. Geht das hier, ach Tobi, ich hätte eigentlich den perfekten Ort für die Anlage gerade gehabt, fällt mir so ein. Erinnerst du dich, was ich da ganz hinten gebaut habe? Problem ist, es ist noch weit weg. Wir werden noch mehr als genug Anlagen haben, wo du das bauen Schön. Darfst. Ein Hör, bitte. Hörgelei hier. Und vielleicht einfach auch einen Weg nach oben. So. Das heißt, eigentlich sollte das jetzt alles laufen können. Ich brauche jetzt noch einmal, nee, zweimal Duct Tape. Ja, ich bin immer noch am überlegen, ob ich es jetzt übers ME-System steuern lasse oder nicht. Eigentlich wäre halt ohne sinnvoller, weil wir dann halt sehen, ob wir genug haben oder nicht. So, dann das einmal. Und jetzt. Einmal hier ein paar Zellen rein. Dann läuft da der Strom. Hier ein paar Zellen rein, läuft der Strom. Und hier ein paar Zellen. So, wie sieht's aus? Haben wir jetzt hier schon Holz drin? Nee, das ist gar nicht der richtige. Oben irgendwo ist der richtige. Und hier natürlich ein paar Zellen rein. So, das muss jetzt gleich natürlich alles dann nach Benzene umgetauscht werden, logischerweise.
Aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt so läuft. Healing Eggs. Einmal kurz Lag. Oder auch nicht. Ah, jetzt da war der Lag. Da ist Holz drin. Holz. So. Ist Holz angekommen? Ja. Wunderbar. 2 Stacks sind drin. Und es wird noch mehr. Ja, und du hast keinen Weg rüber gemacht? Vorüber. Da oben drauf sind überall Leitern. Ja, aber von dem Tower dahin. Das war eher das Problem. Na, hier, Tobi, hier. Achso, okay. Hier hinten habe ich schon rangemacht. Ah, danke. Da auch sogar noch, wow. Ja, damit du auch hoch kannst. Ich hab noch 39. Du willst noch eine Himmelsleiter. So. Enabled, warum läufst du nicht? Achso, wahrscheinlich fehlt das Programm. Das ist Programm 9. Kannst du oben einmal beim Input Programm 9 einstellen? Jawohl. Danke. Und hier haben wir Programm... wo stellt man hier das Programm ein? Input Patch, Output Bus. Ah, okay. Hier braucht man anscheinend noch ein eigenes Programm. Haben wir da noch eins liegen zufällig? Ja. Ein Schraubenzieher. 31 Sekunden. Und zieht er doch schnell genug? Ich glaube nicht. Deswegen habe ich es auch ein bisschen umgebaut. Wahrscheinlich müssen wir davon mehrere bauen. Ja, nämlich der Witz ist, wenn wir mehr Dingens machen. So, heißt... Wood Tar ist drinne. Heißt, es haben wir mehr Dinge zu machen, also eine höhere Energiestufe. Kann es sein, dass wir mehr Energie reinstecken, als wir rausbekommen? Das glaube ich tatsächlich nicht unbedingt. Was? Ja, bedenke, Hey, der lief schon. Ja. Hast du die schon reingetan? Achso, hast du schon reingetan. Jetzt muss ich halt nur... Da ist Benzene. Ja, ich habe natürlich nicht genug Kabel mit. Ich habe noch 15, aber die sind in grau. Ja, ich wollte direkt die weißen nehmen, weil das halt eigentlich dauerhaft jetzt liegen wird. Musst du das Kabel genau da hinlegen, wo die Outputs der anderen sind? Nö. Willst du es woanders, oder? Wenigstens mit einem Abstand. Machen wir es so? Ja, das ist schön. Also es sind jetzt 2800 Benzin. Oh, ha. So, nee, also die Kabel will ich halt am liebsten dauerhaft liegen lassen. Oh. Basic Gut, Flame, wir müssen unten ein bisschen längeres Dance-Cable ziehen. Weil wir hier alleine schon 7 Channel jetzt haben. Okay. Und mit deinem drüben brauchen wir ja nochmal 2. Heißt der Kompressor irgendwie anders? Nö. Nein, der ist hier hinten. Ja, das ist LV. Haben wir einen größeren, besseren? Nein, nicht, ich wusste. Doch, unten ist, steht, glaube ich, ein HV. Dann? Ja, dann. HV muss so. Sein. Ach, shit. Ja, Flame. Ja. Nein. Also ich hab's einfach nur so gesagt. Okay, dann so. Nein. Sicherheit. Ja, ist vielleicht auch besser so. So. Extrakt. Insert und... Hier bitte Extrakt auf Braun. Ja, gut, jetzt sieht's nicht mehr ganz so schön aus wie vorher, aber... Naja. Okay, Der Fuel irgendwie aus. Obwohl wir Öl haben. Aber weniger. Kann sein, dass gerade zu viel läuft.
So, das heißt, ich brauche jetzt noch einmal Benzene. Dann die 4K-Zelle, die ich extra besorgt habe. Oder vorrätig gecraftet habe. Kommt hier noch mit rein. Und wir kriegen langsam aber sicher Benzene ran. Genau. Und das Gute ist, wir können jetzt halt stückweise, also wir können jetzt halt wortwörtlich probieren einfach, ob wir genug produzieren oder nicht. Weil dadurch, dass das Einzige, was über Benzene gerade läuft, die Benzene-Produktion ist, ja, sehen wir halt, ob Strom plus bei rauskommt oder nicht. Ich gehe tatsächlich davon aus, es geht definitiv Strom plus, aber ist halt nur die Frage, wie viel. Und ob sich nicht tatsächlich eher Ding dafür lohnt. Wie heißt's? Öl. Gerade weil wir halt so wie es jetzt gerade ist, quasi unbegrenzt Öl produzieren können. Oder haben. Ist zwar immer noch ein bisschen limitiert, aber ich würde fast sagen, im Allgemeinen ist es in Ordnung. Gerade weil wir jetzt diese Riesenquelle hier haben, aber selbst mit kleineren Quellen wäre es, glaube ich, noch mehr als in Ordnung. So, das heißt, wir müssen jetzt nur warten, bis sozusagen das ganze Oxygen alles verbraucht ist. Einmal hier die Axt reinschmeißen. Und wir werden wahrscheinlich viel zu viel Holz bekommen. Und er läuft nicht mehr. Weil er zwischendurch keinen Strom mehr hatte. Ja. Aber ich glaube auch, dass auf Dauer... Ich weiß nicht, warum das effizienter sein sollte als Öl. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Problem. Haben wir eigentlich irgendwo noch eine Healing Axt? Irgendeine Kiste auf dem Dach hat, glaube ich, nochmal eine noch gesehen. Ja, die ist aber scheinbar auch mittlerweile... Ah ne, da ist sie, gut. Ja, dann würde ich sagen, das kann jetzt soweit laufen. Ich kann jetzt einfach mal alles ins ME-System dumpen, was ich noch habe. Ja, also es muss jetzt halt laufen, sich ein bisschen einpendeln. Und ja, wollen wir dann die Brittle but hits like a sledgehammer? Okay. Hä? Die Quest, die gerade getriggert ist. Hast du da einen Spitzhackenkopf hergestellt? Ist es eine Stufe über Kobalt? Die nehme ich. Es ist Kobalt. Oh. So. Wenn du einen besseren Spitzhackenkopf als Kobalt hast, also über Mining Level Manillium, sag Bescheid. Nimm ich. Ja, Flame, wie wollen wir das jetzt machen? Wollen wir jetzt alles verbinden oder wollen wir einzelne Imports benutzen? Hast du die Ölpumpe schon angeschlossen? Hast du einfach einen Importbus gemacht? Ich hab auch gar nichts dran gemacht. Ich hab ein Kabel gemacht. Ja, also... Das Problem ist, dass wenn wir sie ausmachen mit kein Strom, dann geht er nicht wieder von alleine an. Kannst du... Ah, okay. So, einmal ein Level-Emitter. Ich probiere es mal aus, ob man den irgendwie an- und aussteuern kann. Dann machen wir die Erzverarbeitung jetzt doch gerade noch... Was baust du da? Ich? Ja. Lustige Dinge. Ich habe irgendwie Angst. Wusstest du nicht. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Also einen Import an dem Tank hast du schon? Nein. Oder was? Nein, das ist gar nichts. Ich hab Kabel gelegt. Okay. Das heißt... Ich brauche ein Import-Boost, ich brauche Export-Fluid brauchen wir mit Benzene.
Was brauchen wir noch? Ein paar Kabel. So. Dann gucken wir mal, weil ich würde halt... Ja, dann machen wir einfach nächste Folge, die Erzverarbeitung. Muss man jetzt, glaube ich, nicht unnötig irgendwie da reinquetschen. Okay, das heißt, wir wollen hier ein Fluid Import. Oder wir nehmen einfach ein Dual Interface, dann sparen wir uns einen Channel. Ja, ein Fluid Interface geht ja auch. Haben wir nicht mehr? Doch, hier haben wir noch. Ein paar Ender Fluid Conduits. Dann viel besser. Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. Hä, wieso? Was hast du getan? Deine Fabrik hier oben geupgradet. Okay. Ja. Das heißt, du vielleicht einmal... Vielleicht fällt es dir auf, wenn du mal da bist. Dahin. Ja, ich geh gleich hin. Du einmal Extrakt. Eat. Gut, dann nehme ich halt zwei Weiß, ist jetzt auch gerade egal. Weißt du, was ich gemacht habe, ist nur so eine Sache, weil ich bei Azubis immer wieder vermisse. Das Intelligenz? Mitdenken. Ja, das Mitdenken. Richtig. So, das heißt, wir brauchen hier denn noch Gas, oder? Müssen jetzt auf Gas umstellen. Müssen? Wollten wir ja. Okay. Deswegen. Also, wir können sonst auch gerne das noch auf Diesel lassen. Kann ruhig ändern. Nee, ich glaube, wir nehmen lieber erstmal Diesel. Ich hab die Kuh erschossen, verdammt. Das müsste jetzt auch wieder der sein. Das einzige Problem ist, wir haben halt kein Dieselgrad im System. Blast Furnace war ja der ganz unten der Multiblock, richtig? Ja. Ja. So. Ja, also Öl wird auf jeden Fall importiert. Dann müssen wir jetzt einmal eben kurz den Zwischenspeicher hier abklemmen, dass wir ein bisschen Diesel mal ins System bekommen. Oh. Ja, Öl wird tatsächlich mehr. Aber gut, das kann vielleicht auch gerade noch Backlog sein. Also an sich, wir müssen jetzt halt auf Dauer testen, ob hier wirklich genug rauskommt oder nicht und vor allem, wie viel auch bei der Benzene-Produktion rauskommt. Wie gesagt, dass da zu viel Holz bei rumkommt, das ist mir aktuell klar. Wir werden dann noch ein oder zwei weitere Pyrolyseofen hinbauen. Haben wir jetzt nur gerade nicht unbedingt die Zeit dazu und ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz die Motivation. Und es scheint, als ob tatsächlich genug... Ja, Fuel ist drin, Fuel ist drin, wunderbar. Öl wird reingepumpt. Nein, das wollte ich nicht. Glück gehabt. Hast du mich gerade geschlagen, Flame? Nein. Von wo kriege ich Schaden? Ah, schon wieder irgendwie so ein unsichtbares Vieh. Ja. Boah, die sind nervig. Vor allem... Lass mich in Ruhe, ey. Ah, ich hasse diese Viecher. Gut, das heißt, die Ölproduktion ist tatsächlich mit Diesel angeschlossen. Und was wir als nächstes dann machen wollen, nachdem wir, Hey, töte mich nicht! Ach, bist doch du! Ja. Hä? Wieso bist du unsichtbar? Hast du Unsichtbarkeitstrank getrunken oder was? Ja. Ich dachte, die Er ist doof, das wissen wir alle. Warst du das letztes Mal auch schon? Nein. Okay. Ja, also an sich, was wir jetzt als nächstes vorhaben, ist natürlich gucken, wie gut läuft die Benzene-Produktion. Wir werden dann die Erzverarbeitung jetzt demnächst anschließen und in Betrieb nehmen und dann auch hoffentlich das neue ME-System. Und nachdem wir das alles dran haben, ja, dann können wir dann gucken, eventuell die Dieselproduktion bzw. Zetandiesel wollen wir dann auf Dauer gerne machen.
weil Cetan-Diesel nochmal dreimal effizienter ist als Diesel bei gleichem Volumen-Input von Diesel. Das heißt, da haben wir definitiv einen besseren Output-Outcome raus. Und ja, ich bin echt gespannt, ob das jetzt was bringt oder nicht. Weil wenn das jetzt wirklich sinnvoll ist, klar, wir haben jetzt sehr viel Glück mit der Ölquelle gehabt. Aber ich sag mal, selbst wenn es ein Drittel ist oder ein Sechstel, also sagen wir mal so 50 bis 100, wo du ja ein oder zwei von gefunden hast. Selbst dann ist es ja im Endeffekt immer noch, sagen wir mal ein Zehntel, sind ja immer noch anstatt eine Billion 100 Milliarden Liter Öl. Und das wird ja trotzdem noch eine ganze Zeit lang reichen. Dementsprechend müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da weitermachen. Wahrscheinlich, wenn sich das hier lohnt und bewahrheitet sozusagen, werden wir auch mehrere Distillation Tower aufstellen, die nicht nur Öl, sondern auch Heavy Oil, Light Oil, Raw Oil und, oder waren das die vier Öl, aber an? Oil, Heavy Oil, Light Oil, very... Ja, aber das kriegen wir hier nicht her. Also ja. Es geht ja nur um das, was wir hier kriegen. Genau, also wir kriegen hier normales, also Light Oil, Heavy Oil, Oil und Raw Oil. Das wollen wir dann alles zerlegen lassen und zu Diesel weiterverarbeiten. Plus halt die ganz anderen Produkte, die noch auf dem Weg sind. Und da werden wir dann mehrere Tower wahrscheinlich für aufstellen und dann gucken. Ich gehe ehrlich gesagt aktuell davon aus, dass es definitiv sinnvoller ist. Kannst du noch einmal wieder updaten, Flame? Updaten? Ja, dass du mal eben guckst, wie viel jetzt hier weg ist. Achso, ja klar. Weil tatsächlich, wenn man nochmal scannt, gehe ich mal von aus, alles wieder so dann sieht man, wie viel hier rausgegangen ist. Und wir haben hier geguckt, wir hatten 6 Öl, glaube ich, raus. Ne, 7 hatten wir weg. Und laut der Formel in dem Wiki waren 6 bis 7 Öl, hätten so Pi mal Daumen 3,9 bis 4,5 Millionen Öl sein müssen und wir hatten 4 Millionen. Also außerdem war halt der Tank voll. Das heißt, die Formel scheint zu stimmen, zumindest jetzt gerade bei uns hier. Also 6 für 6 ist das einer letzte aktuelle gewesen. Ja. 6 für 0. Ja, das heißt also 12 Liter haben wir jetzt insgesamt weg. Ja. Und 4 Millionen haben wir schon reingeschmissen und ich gehe davon aus, das waren jetzt nochmal 4 Millionen. Also müssen wir halt gucken, es kann auch sein, dass das total utopisch war. Wissen wir nicht, aber ich... Nein, ich glaube nicht. Ich würde wirklich sagen, wir bleiben erstmal weiterhin auf Öl. Außer natürlich, Benzene ist total überraschend deutlich effizienter. Aber ansonsten, Benzene für die kritischen Systeme, die niemals ausgehen dürfen. Und Öl bzw. Diesel und Cetan-Diesel dann später für die ganzen anderen Systeme, wo wir halt große Mengen von brauchen. Weil ich glaube, Öl ist tatsächlich effizienter aktuell noch. Ist nicht unendlich, klar. Das heißt, irgendwann müssen wir mit Pech was Neues suchen. Aber ich sag mal, wenn wir eine... also ja, wie gesagt, 500 Millionen haben wir jetzt verbraucht. Wenn wir im Endeffekt die tausendfache Menge verbraucht haben von dem, was wir bis jetzt verbraucht haben. Beziehungsweise zehntausendfache sogar. Ich gehe davon aus, dann wird es irgendwas Besseres auch noch geben, wo man dann Benzene vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Aber in dem Sinne würde ich sagen, bevor ich jetzt die Folge noch weiter künstlich in die Länge ziehe, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Cheerio.